Hallo Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen auf der Burg Frankenstein. Ja, einer richtigen Burg, wo normalerweise auch richtig gute Halloween-Events stattfinden. Heute aber kein Halloween, heute ist es eine Hochzeit, die stattfindet. Und ich bin im Burgrestaurant, durfte ich mich schon aufbauen. Und heute spiele ich über die Hausanlage und ich will dir mal zeigen, wie das aussieht. Viel Spaß! Mein Name ist Mike, ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Ja, Freunde, das Restaurant auf dem Burg Frankenstein, da darf ich heute spielen. Und das Schöne ist, für mich als DJ ist das heute ein sogenannter Kofferjob. Kofferjob heißt, ich habe nur mein kleines DJ-Köfferchen dabei, wo meine Abspieltechnik drin ist. Der Rest ist alles in der Location vorhanden. Komplette Lautsprecher, man sieht sie hier oben schon überall mit draufstehen, sind hier einmal komplett vorhanden. Lichttechnik ist auch mit dabei. Ich musste mich heute um gar nichts kümmern. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe den Saal hinten mit so ein paar Floor-Spots noch einmal eingeleuchtet. Das sieht da jetzt aus wie so ein Lila, aber eigentlich ist es ein schönes Dunkelblau. Die Vorhänge machen es nur zu einem Lila. Ja, die Tische stehen hier um die Tanzfläche einmal drumherum. Das ist richtig, richtig schön gemacht und ich stehe hinten in der Ecke und habe mich dort einmal aufgebaut. Und heute an Technik, wie gesagt, dadurch, dass ich nur einen Kofferjob habe, habe ich auch tatsächlich mich hier an die Hausanlage anschließen können und habe nur meinen Pioneer DDJ 1000 Controller mit dabei, ein eigenes Mikrofon, Kopfhörer habe ich mit dabei und so kann ich über die Hausanlage spielen plus noch über den Lautsprecher Outdoor, der zum Sektempfang da ist. Und das ist richtig gut gelöst. Das Einzige, es ist richtig, richtig warm hier drin. Jetzt schon, weil hier keine Klimaanlage drin ist, sondern nur ein Ventilator, der hier oben bläst. Und es sind jetzt noch keine Gäste hier drin. Es wurde noch nicht gegessen, es wurde noch nicht getanzt. Ich bin mal gespannt, was das später gibt. Ja, der ganze Saal, wie gesagt, ist wie so ein Hexagon im Endeffekt aufgebaut. Und richtig schön ist natürlich hier oben diese Decke. Also, die ist richtig, richtig genial, sieht richtig, richtig schön aus, wird von unten von so ein paar Floorspots von der Location her angestrahlt und entfaltet bestimmt heute Abend, wenn es dunkler wird, so richtig ihre Wirkung. Ja, und für mich heute noch als Besonderheit, ich begleite unser Brautpaar heute auch noch zur Trauung mit dabei. Das heißt, es gibt noch einen separaten Lautsprecher bei der Trauung, die heute outdoor und bei schönstem Wetter wirklich stattfindet. Deswegen ist auch übrigens so warm. Ja, und die haben sich gewisse Songs gewünscht, natürlich zum Einmarsch der Braut während der Trauung und auch wieder zur Ausmarsch, wenn das Ja-Wort gesagt worden ist. Und da bin ich bestens vorbereitet, habe die passenden Songs zusammengeschnitten und begleite das Brautpaar dann während ihrer Trauung. Was mir hier aber besonders gut gefällt, ist wirklich diese einfache und simple Tischdeko. Also keine riesengroße Leuchter oder Blumen, so dass man, wenn man sich gegenüber sitzt, gar nicht sehen kann, sondern schlicht und einfach. Ich blende hier mal ein paar Bilder ein zu der Tischdeko und natürlich auch nochmal zu dem Raum. So, ich fange jetzt ein bisschen an mit Hintergrundmusik, damit die Gäste dementsprechend zum Sektempfang draußen schon mal das Brautpaar beglückwünschen können, ganz genau zu ihrer Hochzeit. Und dementsprechend danach geht es hier in den Saal rein zum Abendessen und danach zur Party. Und was noch kommt, aber das weiß noch keiner, ein Feuerwerk heute Nacht zur Überraschung für das Brautpaar. Mein Kollege von Himmels Atelier, die kommen vorbei und die bauen ein Outdoor-Feuerwerk auf und entzünden es auch für das Brautpaar. Ich gucke mal, ob ich dir da ein paar Einblicke in diesen Vlog noch mit reinschneiden kann. Und die Trauung, die findet unter der großen Eiche statt. Das heißt, das Brautpaar sitzt später hier vorne unter dem großen Baum. Nebendran ist der Lautsprecher aufgebaut und die Traurednerin hat auch ihr eigenes Mikrofon. Also das bei schönstem Wetter direkt hier outdoor, das ist richtig, richtig schön gemacht. Already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away. To a place where we don't know. About to see the world in action. Whoa.
what we can be. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for.